Es fällt uns nicht schwer, die Lebewesen, die wir täglich in unserer Umgebung sehen, in zwei große Gruppen einzuteilen. Zum einen in die Gruppe der Tiere und zum anderen in die der Pflanzen. Diese Unterscheidung zwischen der Tierwelt und der Welt der Pflanzen scheint eindeutig zu sein. Es ist leicht, zwischen einem Kaninchen und dem Gras, von dem es sich ernährt, zu unterscheiden. Viel schwieriger wird es bei mikroskopisch kleinen, einzelligen Organismen, die man als Protisten bezeichnet. Der Gruppe der Protisten lassen sich alle einzelligen Eukaryoten zuordnen. Eukaryoten besitzen, im Gegensatz zu den Prokaryoten oder Bakterien, einen echten Zellkern und zahlreiche weitere spezifische Merkmale. Das Studium der Protisten, das erst durch die Erfindung des Mikroskops möglich wurde, hat in den letzten Jahren beträchtliche Fortschritte gemacht, insbesondere durch die Verwendung des Elektronenmikroskops. Wir wissen, dass Pflanzen autotroph leben, das heißt, sie können selbst organische Nährstoffe aus anorganischen Substanzen herstellen. Tiere leben heterotroph, das heißt, sie müssen organische Substanzen aufnehmen und können diese nicht selbst herstellen. Einige Arten, wie zum Beispiel Euglena, verhalten sich eindeutig wie Pflanzen. Andere verhalten sich wie eine Mischform aus Tier und Pflanze. Sie können also je nach Umweltbedingungen sowohl heterotroph als auch autotroph leben. Diese Lebensform nennt man Amphitroph.